Guck mal hier, ChatGPT ist jetzt doppelt so schnell. Genau genommen laut unserem Test sogar etwas mehr als doppelt so schnell. Ich habe hier mal das Gedicht Der Erlkönig aufschreiben lassen und GPT-4o war 2,6 mal so schnell. Möglich macht das die neueste Version vom Sprachmodell GPT-4o. Damit wird ChatGPT aber nicht nur schneller, sondern soll auch passendere Antworten liefern und wirklich kontextbezogen mitdenken und weiterhelfen. Und das alles ist im Gegensatz zum normalen GPT-4 auch noch kostenlos für alle Nutzer. Und keine Sorge, ich bin kein KI-Keno und Keno ist auch nicht weg oder so. Der hat gerade nur Urlaub und ich mache immer wieder mal Videos, wenn Keno eine Vertretung braucht. Sonst teile ich mir mit Keno hier bei der CT im Büro und arbeite an den Videos hinter der Kamera mit. Also, GPT-4o soll das beste Sprachmodell sein und obendrauf gibt es jetzt auch noch eine Desktop-App für den Mac. Ist das wirklich ein großes Update und verändert die Arbeit mit generativer KI oder ist das nur ein kleiner Schritt? Wir finden das gleich gemeinsam raus, also bleibt dran. Liebe Hackerinnen, liebe Internetsurfer, herzlich willkommen hier bei Dieses Video wird gesponsert von Infomaniac. Seid ihr bei Cloud-Anbietern immer eher so ein bisschen vorsichtig? Dann solltet ihr euch mal Infomaniac aus der Schweiz angucken. Die Firma kennt ihr vielleicht schon, denn die bieten den werbefreien Service Swiss Transfer an, mit dem ihr bis zu 50 GB große Dateien ganz ohne Registrierung kostenlos verschicken könnt. Ja, und Infomaniacs Claim ist eine ethische Alternative zu den Webgiganten. Mehr Informationen darüber, inwiefern Infomaniac ethisch, datenschutzfreundlich sowie umweltfreundlich ist, findet ihr unter www.infomaniac.de mit K. Werbung Ende. Also, GPT-4o wird gerade genauso wie die neue ChatGPT Mac Desktop App schrittweise ausgerollt. Wenn euer Account für GPT-4o freigeschaltet wird, könnt ihr das einfach hier oben in der ChatGPT-Oberfläche auswählen. Im Browser, in der Smartphone-App und natürlich auch in der neuen Mac Desktop-App. Die ist allerdings noch nicht für alle Nutzer verfügbar. Über diesen Link aus dem ChatGPT-Forum lässt sich das Programm zwar installieren, aber beim Einloggen gibt es dann diese Fehlermeldung. Dauert also noch etwas. Aber an sich ist das auf jeden Fall ein kluger Move von OpenAI, den Browser zu verlassen. Alle großen Browser-Anbieter arbeiten an eigenen KI-Modellen und damit wird es ChatGPT irgendwann schwer haben in diesen Browsern. Chrome wird dann ziemlich sicher Gemini integriert haben und Safari sehr wahrscheinlich die angekündigte Apple-KI. In Microsoft Edge ist Copilot bereits von oben bis unten integriert, also nachvollziehbar, dass OpenAI aus dem Browser raus will, aber worauf ich sowieso mehr gespannt bin, wie gut ist das neue Sprachmodell? Während GPT-4 nur als Teil des kostenpflichtigen Abos verfügbar ist und war, beziehungsweise man es in einer veränderten Variante kostenlos als Microsoft Copilot nutzen kann, steht der Nachfolger mit einer begrenzten Anzahl an Anfragen pro Tag von vornherein allen zur Verfügung. Premium-Kunden bekommen dabei mehr Anfragen. Bei unseren Tests war GPT-4o allerdings in unseren kostenlosen Accounts noch nicht freigeschaltet. In unserem bezahlten schon. Deswegen konnten wir bisher auch noch nicht testen, ob die kostenlose GPT-4o-Variante langsamer ist als die des Plus-Abos. Bislang funktioniert GPT-4o nur Text- und Bildbasiert. Der neue Voice-Mode von GPT-4o kommt erst in den nächsten Wochen. Den kann man bisher also nur in den Videos von OpenAI selbst sehen. Aber da wirkt er ehrlich gesagt schon ziemlich beeindruckend. Well, in a few minutes I'm going to be interviewing at OpenAI. Have you heard of them? OpenAI? Huh? Sounds vaguely familiar. Kidding, of course. That's incredible, Rocky. What kind of interview? Wie die Textgenerierung auch, ist der nämlich deutlich schneller geworden. GPT-4o kann in nur 232 Millisekunden auf Audioeingaben reagieren. Das ist fast so schnell, wie wir Menschen in Gesprächen reagieren. Zum Vergleich, die alten Modelle brauchten dafür 2,8 bis 5,4 Sekunden. Das ist genau der Flaschenhals bei Sprachassistenten. Wenn die Reaktionszeit zu lange ist, kann man es schneller selbst machen, als eine KI zu fragen. Aber wenn ich jetzt mit ChatGPT sprechen kann und es schnell arbeitet und auch noch menschlich klingt, ist das vielleicht ein Gamechanger für Sprachassistenten. Achtet selbst mal drauf, mit Alexa, Siri und auch dem bisherigen ChatGPT-Sprachchat redet man wegen der Verzögerung automatisch sehr unnatürlich. Also, wie wird das Wetter heute in Hannover? Kommen die Antworten sofort, redet man automatisch natürlich. Ey, sag mal, wie wird denn das Wetter heute? Heute wird es in Buchholz-Kleefeld bewölkt bei Temperaturen zwischen 16 und
und 26 Grad. GPT-4o kann ruhige von aufgeregten Atemzügen unterscheiden und Emotionen in synthetischer Sprache ausdrücken. Es kann auch Videos oder Grafiken live analysieren, indem man zum Beispiel die Smartphone-Kamera aktiviert. Es kann sogar Emotionen in Gesichtern in einem Video oder auf einem Foto erkennen und beschreiben und dann entsprechend darauf reagieren. I just need to know, do I look presentable, professional? Well, Rocky, you definitely have the I've been coding all night look down, which could actually work in your favor. Laut OpenAI soll das neue Modell doppelt so schnell und 50% günstiger sein als der Vorgänger GPT-4 Turbo. Das ist natürlich nice, wenn ich GPT-4 kommerziell über die API nutze, die Hälfte an Kosten und bessere Ergebnisse. Ach so, und falls ihr euch fragt, woher das O kommt in GPT-4o, das soll Omni heißen, also Latein für alle. Alles ganz. Eben, weil das Sprachmodell nicht nur Text kann, sondern auch Bilder, Video, Audio. Aber kurzer Einschub, um wirklich Omni zu sein, müsste es auch schmecken, riechen, fühlen können. Aber okay. GPT-4o hat seinen Vorgänger GPT-4 Turbo in der LMSys Arena, einem Benchmark für Sprachmodelle, um rund 60% übertroffen. Bei schwierigen Aufgaben, insbesondere im Bereich der Programmierung, ist der Vorsprung sogar noch größer. Hier erreicht GPT-4o einen um 100 Punkte höheren Wert als sein Vorgänger. In der Chatbot-Arena von LMSys können User einen Prompt eingeben und dann auswählen, welches Sprachmodell besser geantwortet hat. Hier mal ein Beispiel. Ich weiß nicht, welcher Text von welchem Modell stammt. Ich entscheide mich für A und sehe dann, das ist GPT-4o. Bei traditionellen Benchmarks erreicht GPT-4o laut OpenAI die Leistung von GPT-4 Turbo bei Text, logischem Denken und Programmieren, setzt aber neue Bestwerte bei mehrsprachigen Aufgaben wie beim Audio- und Bildverständnis. Aber dazu muss ich sagen, GPT-4 Turbo mit 128.000 Token fand ich immer etwas schlechter als das normale GPT-4 Modell mit 32.000 Token. Also von daher, wenn das neue Modell jetzt die Geschwindigkeit von GPT-4 Turbo hat und noch bessere Antworten liefert, perfekt. Mir war vor allem wichtig herauszufinden, ob GPT-4o wie alle anderen Chatbots auch halluziniert. Das machen nämlich alle, vor allem in Themenbereichen, wo ihnen Trainingsinhalte fehlen. Anstatt zu melden, sorry, weiß ich nicht, fabulieren Large Language Models dann munter drauf los. Wir testen das zum Beispiel immer gerne mit ungewöhnlichen Touristenattraktionen in Nicht-Metropolen. Also je kleiner die Stadt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, auf Halluzinationen zu stoßen. Vor allem, wenn man direkt 10 oder 20 Attraktionen haben will. Und ja, da halluziniert auch GPT-4o. Die Sprengel-Schokoladenfabrik ist seit 1980 geschlossen, der unterirdische Bereich unter der Kröpke-Uhr ist einfach eine normale U-Bahn-Station und der Fuchsbau ist keine kreative Event-Location, sondern ein Festival, das einmal im Jahr für ein Wochenende stattfindet. Interessant ist aber, dass die Halluzination nicht komplett ausgedacht, sondern quasi mit einem Fuß in der Realität stehen. Also so etwas wie meine Lieblingshalluzination damals, als Google Bart erzählt hat, es gäbe in Hannover eine Straße, die mit Knochen und Schädeln dekoriert ist. Ich habe ChatGPT-4o auch nach einem Ort gefragt, der so besonders ist, dass man ihn nicht auf Google findet. Und diesen Rüdiger-Stollen hier findet man tatsächlich nicht auf Google. Das ist scheinbar ein Stollen aus dem Zweiten Weltkrieg, aber den scheint es wirklich zu geben, auch wenn er heute nicht mehr öffentlich zugänglich ist. Vermutlich hat GPT-4o in den Trainingsdaten irgendein Archiv aus Hannover. Ja, unsere Testvideos zu Chatbots werden irgendwie immer kürzer. Klar, wir probieren alle Tests aus, aber oft sind die Ergebnisse nicht so krass anders und deswegen kauen wir hier nicht nochmal alles durch, sondern nur die Highlights. Und eines davon ist für mich klar der Humor und die Sprachfähigkeit von GPT-4o. Wir haben natürlich wieder den klassischen CT3003-Witz-Benchmark laufen lassen und GPT-4o schafft den bisher besten Witz mit einem Schokoladenkuchen, Martin Luther und einem Raspi. Martin Luther, ein Schokoladenkuchen und ein Raspberry Pi sitzen in einem Café. Martin Luther schaut den Schokoladenkuchen an und sagt, was machst du hier? Der Schokoladenkuchen antwortet, ich bin hier, um den Menschen Freude zu bringen. Da meldet sich der Raspberry Pi zu Wort und sagt, und ich bin hier, um die Welt zu revolutionieren. Martin Luther lacht und sagt, nun dann sind wir alle auf einer Mission, die Menschheit zu verändern. Einer von uns mit 95 Thesen, einer mit 95% Kakao und einer mit 95 Prozessoren. Ja. Ist noch Luft nach oben, aber die Messlatte liegt auch nicht super hoch bei den anderen Chatbots. Also da ist schon viel gewonnen, wenn ein Witz Sinn ergibt und wenn er dann auch noch etwas Humor hat.
passt. Und ansonsten hat GPT-4o im Bild- und Textmodus wirklich gut funktioniert. Hier habe ich beispielsweise ein Bild von Keno in einen Cartoon wandeln lassen. Richtig gut. Und damit kann man wirklich einiges machen. Theoretisch auch Videos mit eingebrannten Untertiteln auf Rechtschreibfehler überprüfen lassen. Hat nur leider bei mir nicht immer geklappt. Manchmal hat er das nicht auslesen können und mir dann vorgeschlagen, das doch einfach selbst zu machen, indem ich die einzelnen Frames mit Text runterlade. Das müssten zwar mindestens 25 Bilder sein, aber angeboten hat er mir nur 6 Bilder. Was mich echt beeindruckt hat, ich habe aus den Attraktionen in Hannover noch eine Karte machen lassen. Das ist dann eine HTML-Datei geworden mit einer Karte von Hannover, auf der die Top-Attraktionen aus der vorherigen Antwort eingezeichnet waren. Eine Sache, die leider auch nicht mit ChatGPT 4o funktioniert, dieses PDF mit einer Urlaubsplanung schöner zu machen. Also wirklich eigentlich was ganz Banales, was ich in 15 Minuten einfach selbst machen könnte, weil es eben recht stupide ist. Die Formatierung etwas bearbeiten, die Links kürzen und eine Karte screenshotten, in der die einzelnen Unterkünfte und die Wanderroute eingezeichnet sind. Und dann noch ein Bild von jeder Unterkunft einfügen. Das hat bisher noch kein Chatbot geschafft und auch GPT 4o kommt da an die Grenzen. Ich bekomme zwar noch eine genaue Vorgehensweise gezeigt, aber ein PDF zum Download bekomme ich nie. ChatGPT versucht noch ein Python-Script zum Erstellen der PDF zu schreiben, aber auch das funktioniert nicht. Am Ende habe ich den Text mit den verkürzten Links dann einfach in Word kopiert. Immerhin die Formatierung war jetzt schon mal schöner, aber die verkürzten Links haben gar nicht funktioniert. Das musste ich also nochmal machen. Also, da der Text gut ist, wäre ChatGPT 4o so am Desktop wirklich praktisch, wenn das dann direkt in Office Texte einfügen könnte, zum Beispiel. Aber ich habe GPT 4o nicht nur in ChatGPT ausprobiert. Neben dem Chatbot habe ich GPT 4o auch noch in DCIO getestet. Das ist ein KI-Tool, das wir bei der CT verwenden, um Texte zu erstellen. Also, ich lade zum Beispiel dieses Skript in das Tool und benutze dann meinen Prompt, der aus dem Skript einen Artikelentwurf macht. Ich kann mir dann hier noch das Sprachmodell aussuchen und da gibt es jetzt eben auch GPT 4o. Das hat richtig gut funktioniert und war auch noch ein gutes Stück schneller als die anderen Sprachmodelle. Übrigens, wir schreiben damit natürlich keine ganzen Texte oder Videoskripte. Hauptsächlich benutzen wir das, um Transkripte von Whisper auf Rechtschreibfehler zu überprüfen oder mal ein Transkript zusammenzufassen für den Newsletter. Und klar, da steigt dann die Qualität vom Text eben auch durch das neue Sprachmodell von OpenAI. Mein Fazit. GPT 4o ist schnell, also in den meisten Fällen doppelt so schnell wie GPT 4. Es ist allerdings nicht das schnellste aktuelle Sprachmodell. So schafft zum Beispiel Googles Gemini die 3 ersten Artikel des Grundgesetzes in 10 Sekunden. GPT 4o hat bei unseren Tests 16 Sekunden gebraucht. Bei der Genauigkeit schneidet GPT 4o besser ab. Halluziniert wird zwar noch, aber der, ja, sagen wir mal, Absurditätsgrad sinkt. Das sieht man zum Beispiel bei den Ausflugstipps. Es gibt aber auch nach wie vor noch richtig krasse Fehler. Zum Beispiel die falschen verkürzten Links aus dem PDF. Wenn ich die nicht nochmal geprüft hätte und hätte den anderen die einfach so geschickt, dann hätten die einen Link, der zu einer 404-Seite führt. Ja, also auch bei GPT 4o kann man sich nicht blind auf die KI verlassen. Wie ist das bei euch? Habt ihr schon Zugriff auf GPT 4o und auf die Mac Desktop App? Und sollen wir noch ein Video zu den ganzen multimodalen Möglichkeiten mit GPT 4o machen, wenn wir die dann alle freigeschaltet bekommen haben? Schreibt es gerne mal in die Kommentare und natürlich auch gerne den Kanal abonnieren. Tschüss!